Braucht ihr noch günstige FIFA-Coins, Leute, dann checkt mal jetzt meine Beschreibung ab. Da hat meine Sponsoren MMOGA und IG World verlinkt, Leute. Die günstigsten FIFA-Coins, gönnt euch, Leute. Dankeschön. Yo, was geht ab, Leute? Wakes wieder am Start und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Ihr könnt das schon sehen. Heute ist mal wieder ein FIFA-Bingo am Start mit FIFA-Gaming Till. Jo, Mann, was geht? Mal schauen, Alter. Ich bin gespannt, wie es heute ausgehen wird. Du kannst ja nochmal kurz deine Kriterien erklären, aber eigentlich sollten die klar sein, oder? Ja, ich glaube, dazu muss man nicht viel erklären. Auf jeden Fall haben wir auch noch ein weiteres freshes FIFA-Bingo bei Till aufgenommen. Das könnt ihr danach auch abchecken. Verpasst das nicht. War richtig fresh. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit meinem FIFA-Bingo an. Und wenn ihr mehr sehen wollt, Leute, lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen hoch da. Ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an. Und dann würde ich sagen, öffnen wir das erste Pack auf 3, 3, 2, 1, go. Let's go, Leute. Mann, okay, komm, erstes Pack. Die Kategorien müssen geschafft werden. Hier ist Rare drin. Digga. Alter, Non-Rare-Pack. Immobilien. Digga. Oh mein Gott, jetzt diese Kategorien. Jetzt sind wieder 9 Kategorien am Start. Und es wird richtig hart, sich auf alles zu konzentrieren, Mann. Man muss sich erstmal wieder reinfinden, Alter. Gelbes Trikot, 92 Cent. Oh, das ist so hart. Oh, Halloween Card. Oh mein Gott, den zweiten Pick. Junge, was? Martip, Digga. Digga. Zweites Pick. Oh nein, das ist Fernando. Oh, ich dachte, Fernando ist so, Digga. Zweites Pack, direkt so ein Packlack, oder was ist hier los? Oh mein Gott, Digga, was hier wieder los ist. Okay, Martip. Safe, der ist über 30k wert. Locker, zwei okay. Kategorien abgeschlossen, ne? Ja, Mann, Halloween Card und. Bro. 84. Nein, der ist 83. Oh mein Gott. Warum ist denn... Oh mein Gott, heute bin ich rum, du hast schon direkt im zweiten Pack zwei Kategorien Digga. Abgeschlossen, Mann. Ja, trotzdem. Stell dir mal vor, ich hätte nur die dritte gemacht. 84er plus. Was hab ich denn überhaupt als Oh nein. Gelbes Trikot hab ich nicht. Scheiße, hätte ich jetzt auch noch ein gelbes Trikot. Plus 92 Tempo. Junge, meine Kategorien sind irgendwie so hart, Alter. Was hab ich hier denn alles aufgeschrieben? Digga, zweites Pack schon. Du musst dich jetzt beeilen, ich muss mich jetzt richtig beeilen. Ich muss jetzt richtig aufholen. Es kann nicht sein, dass du mich hier fertig machst. Direkt im zweiten Pack. Aber wer weiß. Nein. FIFA Bingo geht lange. Da kann man viel schaffen, ne? FIFA Bingo. Man führt immer und dann hinterher wird man auf einmal doch dann... bestraft. So, dann verliert man doch am Ende noch. Und jetzt zieh ich schon wieder Non-Rare. Was ist denn los? Ja, Junge, ein gutes Pack bislang mit Martip. Aber Martip habe ich dieses Jahr auch schon gezogen. Ich hätte lieber noch einen anderen. Müller oder so. Müller, ey. Müller wäre das absolut, wäre so krank. Ne, Müller ist ja Walkout. Walkout, Halloween-Karte. Halloween. Das wäre heftig, Alter. Das wäre richtig heftig. Blitzkao, Digga. Das würde alles zerstören. Ey, Digga, ich zieh Oh mein Gott. Ich zieh gar keine Trikots. Ich weiß nicht, was war das für ein Chemistry-Style? Ich hab nicht drauf geachtet. Fuck. Oh, wenn das Hunter Gott. War, ich hab später Junge. Frust. Wenn ich mir die Aufnahme angucke, ich hab richtig Frust. Digga, du darfst Hunter nicht abschießen. Oh! Nein, Walkout? Das war nicht mal ein Walkout. Oh mein Gott. Oh mein Gott, richtig Panik. Hey. 86. Egal, Leute. Ich glaube, damit habe ich auch zwei Kategorien abgeschlossen. Wer ist es? Cavani? Basakli. Ich denke Cavani, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, ich dachte, du ziehst einen Walkout, der macht richtig Stress, dann kommt Basali. Ja, Junge, 86 oh, Sternstufe war riesig. Gelbes Trikot. Damit okay, gelbes eine Trikot, Digga. Der ist leider nicht 25k plus wert. Ah, aber ist ein 84 plus, Mann. Ist ein 84 plus Spieler. Ich hab bekommen. Also, Artist. Wen hast du bekommen? Ich, gelbes Trikot? Oh, Cavaral, ne? Ich hab gelbes Trikot, ja, Mann. Oh mein Gott, Junge. Dich wird's jetzt schwer, Digga. Ich dachte, das wäre ein Walkout, Mann. Diese Sternstufe war so riesig. Ja. 86er und dann ist er nicht mal 25 plus wert, 25.000. Ja, wir haben ja noch lange Zeit für einen Walkout, deswegen, du kannst alles holen, Mann. Aber ich habe schon 3 Kills. Basaki ist auch Alter. Schon nicht schlecht, 86 hat der, Mann, 86. Basaki geht klar, Digga. Wen haben wir hier noch drin? Komm. Digga, ich will diese dicke Sternflocke immer dieser Nervenkitzel, ne, das ist so ja, hart, das Digga. Ist richtig heftig, Mann, das oh ist richtig Gott, heftig. Ey. Das macht süchtig, dieser Nervenkitzel, ich sag's dir. Man will immer mehr Packs öffnen, jeden Tag Packs öffnen. Ist einfach hardcore, Mann. Ist einfach richtig schlimm. Und wer ist jetzt hier drin? Der ist drauf, Mann. Ich zieh nur Scheiße, Digga. Nur Scheiße. Ich hab Coins gezogen, Mann. Coins, 1000 Coins. Ey, 92 Tempo. Ich hab safe schon einen mit so viel Tempo gezogen, aber ich achte gar nicht mehr drauf. Ich muss jetzt mal drauf achten. Genau wenn ich jetzt drauf achte, kommt natürlich keiner. Ist irgendwie klar. Bitte, Mann. Jetzt muss ich auch entweder gleich einen Halloween-Spieler, einen Walkout oder einen Inform ziehen. Das wäre natürlich richtig heftig. Junge, Informs sind so selten irgendwie. Ja, Mann, 91 Tempo, wie knapp das Check war. Das nicht. Oh mein Gott, das ja, war echt knapp. Boah, boah ich zieh die ganze Zeit so gelbes viel Chemie-Ziel, aber ja, ja, das zählt als gelbes Trikot, safe. Rumänien Trikot, boom, nächste Kategorie, jetzt habe ich 2 Stück. Scheiße, 3-2, Digga, es wird wieder so knapp, wenn ich sag's. Es wird richtig knapp hier, wieder Leute, ja, es wird richtig wieder Spannung richtig knapp werden. Zwei Fitness, oh nein, Hawk. Junge, das gibt es nicht. Hunter brauche ich, Digga. Junge, es kommt mir so vor, unsere FIFA-Bingos immer unnormal spannend sind. Was ist hier los? Nee, ist echt so. Jedes Mal, wenn wir das aufnehmen, nicht. Komplett knapp hier alles. Okay, komm mal. Ich muss mich jetzt beeilen, Mann. Weil das Ding ist, das geht so schnell. Ne? Nur ein Walkout, dann hat man wieder 6 Kriterien auf einmal. Ja, Mann.
Stefan Müllang-Walkout. Scheiße, du kriegst drei Stück auf einmal. Junge, Walkout regelt immer richtig. Ja, Mann. Es muss nur ein Walkout, der kann ich komplett zerstören oder halt komplett nach vorne bringen. Mal schauen. So, also. Das gibt es nicht. Okay, Moutinho. Mein Gott, ist das hier schlimm. Nein, ich hab mich. Oh, ich hab irgendeinen Chemise abgestoßen. Ich hab mich. Oh mein Gott. Ich hab mich drauf geachtet. Was haben wir? Oh! Zweiter! Zweiter Dings! Hello! Wir haben jetzt schon wieder gewonnen. 85er Dings! 84er Plus damit! Digga, wie viel Pech hast du hier, mein Bingo? Digga, zwei Halloween-Karten. Ja, toll, das bringt mir auch nichts. Okay, ein Kriterium nach. Oh nein, Finisher. Und das mal schauen, ist schon wie viel so, noch so viele Packs vor uns. Hä? Jetzt einfach schon zwei Halloween-Karten. Ey, Digga, das ist zu heftig hier wieder, mein Packlack. Junge, dieses Jahr, das ist nicht mehr normal, mein Packlack, ganz ehrlich. Das ist zu heftig. Okay, 92 Tempo. Ah, Loris leider nicht. Einfach zwei Freepacks in einem Set. Kann wie kann das machen? Passieren? Zwei fucking Freepacks. In einem Set. Digga, gleich. Ey, ich hab jeden Chemise, glaube ich, schon mal gezogen. Mann, ich dachte eben, es wird ein Walkout mit dieser fetten Sternflocke, aber. Dann kommt wieder ein Halloween-Karte. Ey, Mann. Wer ist wenigstens Müller geworden, Mann? Oh, Finisher schon. Ich wieder, darf nicht so viele Sachen mitnehmen. Ich muss einfach die Packs abstoßen. Scheiß ja, drauf. Ich auch. Scheiß auf die Sachen mitzunehmen. Ich will hier gewinnen. 92 Tempo. Ich muss wieder drauf achten. Ich achte wieder nicht drauf. Footwork Token. Digga, Footwork Token wird mir so das heftig. Das wäre richtig hart, Mann. Aber wenn man das bekommt, das ist so, als ob man eine Legende zieht oder ja, so. Mann, 16, komplett selten, so diese Footwork Token. Ja, ist echt. Come on, Mann. Ich will Digga, auch mal eine heftige Special. Oh! Das ist 84 plus, das ist nur 84 plus. Ey, ich dachte, es wird wieder ein Warp oder so. Oh Mann, ich freue mich immer so, wenn er so eine große Sternstufe bekommt. Das ist doch nur Thiago. Aber Thiago ist, der ist leider nicht über 25k nein, wert. Safe, da brauche ich gar nicht nachgucken. Ah, nee. Der Boss Mann. Ist, der ist 5 oder 6k noch wert. Shit, ich sehe aber auch, ja, okay, ich darf mich nicht beschweren. Ich habe zwei Halloween-Karten, aber gerade, es läuft jetzt auch nicht so gut. Vor allem, die waren eigentlich gar nichts wert, ist die Sache. Ja, aber du hast schon Dings abgeschlossen, ne? 25k plus, ja, hast du safe abgeschlossen. Ja, ja. Was waren beide über 25k wert, aber. Non-rare. Die haben vielleicht beide 30-40k gebracht, also so krank. War es jetzt auch nicht. Ah, Digga, zwei Halloween-Karten ist schon krass. Das ist schon echt krass. In 20 Packs oder so, ja, also Mann. Vielleicht. Ey, vielleicht zieh ich jetzt hier noch 1, 2, das wäre heftig, Digga. Come on, Bro! Okay. Ey, nur Non-rares gerade. Jetzt läuft's gerade nicht, Leute, aber ihr kennt das ja bei diesen Packs. Irgendwann kommt auf einmal so ein Pack. Man zieht einfach Neymar oder so und boom, ja. Hat man komplett viele Kategorien abgeschlossen. Ja. Das ist immer einfach so ein Glück. Oh mein Gott, Mann, das ist so schlimm. Oh, dritte Halloween-Cards! Digga, das ist nicht mehr möglich. Junge, laber doch nicht, du verarsch mich doch. Nein! Du verarsch mich komplett, Alter. Ich schwöre, ich verarsch dich nicht. Die dritte Halloween-Card. Als ob der schon drei Halloween-Karten gezogen hat, Leute. Digga, das ist nicht mehr normal, ganz ehrlich. Wen hast du jetzt bekommen? Zieh ich, der Typ hat nur ein 81er Rating, der ist auch. Trotzdem hat drei Halloween-Karten. Hast du Junge, schon das ist heftig. Was ist denn los bei dir? Das ist zu krank gerade, Digga. Drei Halloween-Karten in 25 Packs oder so. Unfassbar, Alter. Du hast komplett Packlack hier gerade. Ganz ehrlich. Und ich zieh nichts. Unnormal. Ich zieh einfach nichts, Leute. Ich zieh fucking Non-Rare. Unnormal. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Bitte. Ich wollte auch ein bisschen Packlack. Oh mein Gott, Digga, ey, das ist zu heftig, ey. Wie viele Halloween-Karten jetzt schon wieder am Start waren, ey. Das. Oh, in Form, wer macht das? Digga, was ist hier los? Ein Zonzi. 84 und Zonzi. Guck dir den an. Hey. Ich zieh fucking Zonzi. Der zieht Halloween-Karte in Form, gleich Digga. Kommt Walker und gleich zieht der Ronaldo. Digga, was ist hier los, Mann? In Form Zonzi, der ist in 20.000, Alter. Ich hab jetzt 4 Special-Karten gezogen, aber alle waren nur 20.000 Münzen. Ey, was hast du jetzt schon alles abgeschlossen? Wie steht's? Ich hab nur 2 Kategorien. Ja, in Form hab ich auch. Ja, ich hab aber nicht mehr. Ich hab nur in Form, das war. Also, ich hab jetzt 5. 5, wow. 5 hab ich jetzt. Oh, und dann auch, Alter, nach und Zonzi wieder. Oh, Shaka! Digga! Was zieh ich hier für Spieler gerade? Das ist nicht mehr normal. Das ist echt nicht mehr normal. Leute, sagt ihr mal, soll mir ein bisschen Packlack hier gerade abgeben in diesem FIFA-Bingo, sonst bin ganz ehrlich, ich würde euch gerne allen Packlack abgeben. Ich weiß auch nicht, Alter. Dieses Jahr, ich habe viel zu viel davon. Das ist nicht mehr normal. Ist echt so, Mann. Ist echt so. Okay, 92 Tempo brauche ich immer noch. Habe ich immer noch nicht drauf geachtet. So, Leute, jetzt komme ich da. Ihr werdet sehen. In den nächsten 5 Packs direkt irgendwas wird drin sein. Safe. Sowas wie hier. Non-rare. Bin ich gespannt, Digga. Junge, ich habe gerade einfach in 3 Packs gerade eben eine Halloween-Card, eine Inform gezogen. Ja, Junge. Digga. Ich weiß nicht, wie du das machst. Ich check's kein selber Mensch nicht. Versteht das. Ich check's auch nicht. Aber ich brauche noch einen Walkout. Ohne Walkout will ich jetzt nicht nach Hause gehen. Nein, auf gar keinen Fall, Mann. Ich werde auch gleich noch einen Walkout ziehen. Du wirst es sehen. Auf Ansage. Ja, ich verlasse mich auf dich. Aber dann könntest du wieder rankommen. Mit dem Walkout wärst du wieder dran. Ja, Mann. Dann hätte ich auf jeden Fall 25k plus abgeschlossen und Walkout. Dann hätte ich 4 Kategorien schon. Ja, Mann. Ja, wäre heftig. Das wäre echt heftig jetzt. Come on. Dann wäre ich direkt wieder dran, Leute.
Dann wäre ich direkt wieder dran. Es kann schnell gehen hier. Maxman, Leute, ich ziehe einfach kein Hunter Chemistry Style. Junge Hunter, ey Digga, ich ziehe bei mir mal Hunter, aber gerade bei dir geht gar nichts. Ich ziehe alles. Ich hätte jeden Chemistry schon einmal, aber Hunter noch nicht. Und Footdraft-Token wird richtig, das wird richtig schwer. Digga, wieder, es wird ein 84er Plus, glaube ich, Isco wird's, oder? Ja, Isco, 84er Isco. Digga, der nächste auch nicht Spieler. Ist auch nicht schlecht, ist auch nicht schlecht. Ja, Mann, und Rüdiger. Ja, ich ziehe gerade nicht mal so eine 84er Spieler, was ist los hier? Das ist heftig gerade, ich check selber nicht. Ganz ehrlich, ey, ich check selber nicht. Junge, 92 Tempo, als wenn ich noch keinen Spieler mit 92 Tempo gezogen habe. Save, ihr könnt es wieder in die Kommentare schreiben. Save, ich habe wieder irgendwie. Locker. Ich habe bestimmt schon ein, zwei Spieler vergessen. Locker, ich habe auch irgendwas übersehen. Man kann sich nicht immer auf alles konzentrieren. Neun Kategorien. Das geht gar nicht. Und dann verplant man manchmal sowas, Leute. Ja, Mann. Deswegen, falls ihr sowas gesehen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Werdet uns echt mal interessieren. Bra. Okay, Footdraft Token Hunter. 92. Oh, drei. Okay, drei seltene Spieler in dem 7,5K Pack. Ist auch schon heftig. Das geht eigentlich gar nicht, Digga. Hawk. Was für Hawk? Oh, Deli Eli hatte ich noch. Ich hab Finisher gezogen. Junge, das gibt es doch nicht, Digga. Wo bleibt denn dieser Walkout? Ich hab in jedem Pack-Opening, das ich gemacht habe, mindestens einen Walkout gehabt. Ich hab auch immer Walkouts oder so. Boah, Ashley Young muss ich noch schnell mitnehmen. Das nicht. Maestro. Immer dieses 1000 Münzen. Das gibt es nicht, das gibt es nicht. Bro! Digga, okay. Ich achte jetzt erstmal auf das 92 Tempo, ganz ehrlich. Ich achte jetzt aufs Tempo. Ja, Mann. Ich achte schon ganz Zeit darauf, aber irgendwie kommt das bei mir nicht. Digga, ich zieh Non-Rush-Spieler, brauche ich aber nicht aufs Tempo achten. Das ist richtig unnötig. Hey, ganz ehrlich, ich hab das Gefühl, ich habe echt noch keinen richtig schnellen gezogen. Jetzt hab ich ein gutes Gefühl, die Maria. Oh mein Gott, wieder Non-Rare. Hey. 91 Tempo, bis. Junge, das zweite Mal flaggt er mich. Das zweite Mal 91 Tempo. Digga, richtig broke. Junge, wenn man. Mann. Wie kann man so viel Pech haben? Komm. Tempo, Stürmer. Ach, Menes wird es. Menes, wie viel Tempo hat der? 86 geht eigentlich. Ich habe auch einen mit 86 Tempo, Dos Santos. Ich hatte so oft schon 87, 88 und so, aber 92 ist hart, Digga. 92 ist schon echt hart. Digga, da braucht man schon echt einen guten Spieler dafür. Ja, Mann. Oder einfach so ein Biabiani oder so, das wäre auch fresh. Oder einfach. Da werden wir sich einmal über Biabiani freuen. Biabiani wäre echt heftig. Komm. Ich habe Biabiani schon richtig oft gezogen. Ich auch, jetzt wäre es mal der perfekte Zeitpunkt für den zu kommen. Ja, Mann. Gott. Mein Gott, bitte. Oh, das ist ein Engländer, der könnte schnell sein. 89. Zaha. 89? Junge, ich auch Zaha. Ich hatte Zaha 89. Hä? Digga, das gibt es nicht. Hä? Sinclair 87. Leute, bleibt aber auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ich kann euch eigentlich schon safe sagen, dass noch was Heftiges kommen wird. Das ist immer so bei uns. Auf einmal kommt immer was Heftiges. Aus dem Nichts kommt gleich ein Walkout, ich sag's euch. Ja, Mann! Hunter, Chemistry. Oh mein Gott, scheiße. Jetzt kommst du wieder dran. Okay, wie viel steht's? Ich hab 5. Ich hab drei. Jetzt kann's schnell gehen. Jetzt ein Walkout und ich wär komplett wieder drin. Fuck, Digga. Bitte, Mann. Okay, du brauchst nochmal den 25k plus, ne? Ja, 25k plus habe ich offen. Walkout, Halloween-Card. Voll viel habe ich noch offen. Fuck, Digga, ich hab 3 Halloween-Karten gezogen. Bringt mir aber gar nichts, ey. Bringt dir echt kaum was. Außer, dass du ein bisschen Packlack am Start hattest und die verkaufen kannst. Bringt mir sonst gar nichts. Okay, Reus, bitte, Reus. Come on, Reus. Oh, Digga, warum kommt nicht. Oh, Linksverteidiger. Schmelzer, der hat nicht 90 Tempo und 86. Ey, Leute. Ein Walkout. Oh, Hunter. Chemistry Hunter. Boom. Jetzt steht's Digga, wieder 6. Okay. Ne? 6 zu 3. Das war's. 92 Tempo. Boom. Oh, mein Gott, nein. Auf einmal kommt direkt wieder. Ich dachte, okay, ich das könnte war's jetzt noch alles abschließen, vielleicht. Stefan, ich schließe gleich alles ab. Alter, ich brauch nur noch die drei Special-Karten. In Form, Halloween-Card, Walkout und 25k+. Plus. Ah, ne, Draft-Token. Hast du Foot-Draft-Token? Draft-Token, okay, das wird das Heftigste, ich sag's dir. Digga, ich hab einmal 52 Tempos. Das ist ein scheiß Ernst. Come on. 52. Oh mein Gott. Warum zieh ich kein Walkout? Oh mein Gott, jetzt kann's knapp werden. Bitte, Mann. Bitte. Wünsch mir Glück, Leute. Wünsch mir ein bisschen Glück. Ey, wenn du jetzt den Walkout gleich ziehst, ne? Ich raste das aus, ist ja brutal. Digga. Nicht mal eine Halloween-Card oder so hatte ich bis jetzt. Ey, was muss doch gleich kommen. Ja, es ist Zeit für irgendwas. Für dich drei Stück, Digga, ist los. Irgendwas muss auf jeden Fall gleich kommen. Oh mein Gott. Non-Rare, come on. Ich würde niemals Non-Rare-Spieler über 90 Tempo haben. Das geht eigentlich fast gar nicht. Das geht echt kaum. So. Jetzt ist aber ein bisschen easy für mich geworden, weil ich muss mich nur noch auf Footdraft-Token und die drei Special-Cards konzentrieren. Den Rest habe ich abgeschlossen. Footdraft-Token fällt eh direkt auf. Ja, safe. Deswegen jetzt, ich kann durchziehen mit Packs, Leute. Ich kann komplett durchziehen. Digga, ich brauche immer noch den Typen mit 92 Tempo. Das kann nicht sein, hä? Als wenn ich keinen 92 Tempo-Spieler bislang gezogen habe. Das geht eigentlich gar nicht, ganz ehrlich. Kann eigentlich nicht sein.
Aber naja, okay, kann man nichts machen. Hä, schon wieder? Ich sehe nur noch Non-Rail-Spieler gerade. Hä, du müsstest das mal sehen, das ist richtig broke. Okay, aber vielleicht kommt dann jetzt aus dem Nichts oder so. Aus dem Nichts. Einfach irgendwie aus dem Nichts. Bitte, ey Leute. Junge, wie die ganzen Halloween-Karten, die kamen aus dem Nichts. Ja, Mann. Aber es sieht irgendwie gerade nicht danach aus. Vielleicht ist mein Pack da jetzt ein bisschen aufgebraucht, ich hab keine Ahnung, Digga. Irgendwie. Ich glaub nicht. Ich glaub aber nicht. Jetzt kommen nur noch Non-Rares gerade. Bei mir kommen schon ein paar Rares, aber das sind alles so Ogbonas und so. Komm, 1,5 Minuten noch. Shit, zieh durch. Ich glaube, das sind noch so 5-6 Packs für jeden. Ja, Mann. Zieh durch. Come on. Okay, jeder jetzt noch 5 Packs, till danach ist dieses Bingo beendet. Ich muss jetzt einfach noch ein Walkout ziehen, sonst bin ich durch. Let's go, come on. Sonst habe ich verloren, wenn ich jetzt kein Walkout mehr ziehe, glaube ich. Erstes Pack, come on. Digga, warum ziehe ich keinen? Oh, Stürmer, der könnte vielleicht Tempo haben. Nein! Oh, er hat 89, Digga. Adriano. Ja, das Ding ist, du brauchst eigentlich kaum was. Du führst schon. Es ist wichtig, dass ich jetzt noch was Tempo ziehe. Ich führe eigentlich. Ja, aber du willst ja auch gewinnen. Nur halten, aber. Ja, und deswegen. Okay, komm. Nein, Digga, ich dachte, das wäre ein guter Spieler. Oh mein Gott, ZOM. Das Ding ist, ich brauche irgendwelche Flügelspieler, nur die können irgendwie schnell sein. Mann. Außenspieler sind immer schnell, deswegen. Und wieder keiner, Mann. Noch 3 Packs jetzt. 3 fucking Packs habe ich noch. Okay, 3 Packs und wenn ich jetzt nicht ziehe gleich, dann habe ich einfach verloren. Das kann nicht sein. 73 Tempo. Fuck. Leute, es muss jetzt einfach mal. Ich habe gar nichts. Bitte, Marco Reus. Was mache ich hier, Digga? Okay, wie viele Packs soll jeder? 2 noch? 2 noch. Nach diesem Pack jetzt 2 okay. noch. Marco, come on. Hier ist nichts drin. Digga, das gibt es nicht. Hä? Als fett verzieht es. Egal, Leute. Ihr habt auf jeden Fall 3 fucking Halloween-Spieler gesehen. Das war auf jeden Fall trotzdem heftig. Auch wenn jetzt in diesem letzten Pack nichts mehr drin sein sollte, in den letzten beiden von uns jetzt. Okay, ich hab nur eins jetzt. Ich würde sagen, das... öffne das jetzt, leg den Controller weg und es wird leider kein Walkout. Ich glaube, du hast mich komplett fertig gemacht in diesem FIFA-Bingo. Okay, kein Walkout, Digga. Oh, warte mal, der könnte noch schnell sein. Ich ziehe jetzt einfach trotzdem noch 2 Packs während der Abmoderation, Leute. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, wenn ihr mehr Bock auf FIFA-Bingo habt. Einfach einen Daumen hoch da lassen, checkt die Episode bei Till ab, die war auch richtig krass. Deswegen einfach mal in der Beschreibung abchecken. Und dann würde ich sagen, sind wir raus, oder? Willst du noch was sagen? Ja, Mann, das war's. Schaut auf jeden Fall noch bei mir vorbei, falls ihr Bock habt. Und lasst ein Like da, wenn ihr das Ganze öfter sehen wollt. Bis zum nächsten Mal. Und niemand. Peace. Ciao.